Sie sind die Hausärztin bzw. der Hausarzt von Frau Theresa Werner. Frau Werner wartet aktuell im Untersuchungszimmer auf Sie und hatte bei der Anmeldung bereits angegeben, dass sie ein Rezept für Schlafmittel wünscht. Dank, Frau Werner. Was kann ich für Sie tun? Ich schlafe sehr schlecht in letzter Zeit und würde mir eigentlich gerne ein Schlafmittel bei Ihnen verschreiben lassen. Schlafen Sie vor allem schlecht ein oder vor eher schlecht durch? Also eigentlich beides. Ich empfinde mich als sehr unruhig. Also ich komme nicht gut zur Ruhe, schon am Abend. Und ja, wache dann häufig auch einfach auf in der Nacht. Seit wann ist das denn so? Also so eine Woche, denke ich schon. Und hatten Sie das früher schon mal oder ist das ganz neu? Nee, früher war es eigentlich in Ordnung, da habe ich eigentlich immer gut geschlafen. Ist denn irgendwas passiert im Moment? Na, also ich habe beruflich einiges zu tun, da geht viel durcheinander. Es ist angespannt dort, also da hat das sicher auch mit zu tun. Und womit noch? Sie haben gesagt, es hat auch damit zu tun, womit denn noch? Was ist denn passiert? Sie wirken so aufgewühlt und mitgenommen auch. Also tatsächlich ist es so, dass ich, also letzte Woche hatten wir eine Abgabe auf der Arbeit und zeitgleich ist meine Schwester schwanger und liegt hier im Krankenhaus. Dann war mein Schwager zu Besuch, weil die hier nicht wohnen. Und eigentlich gab es was zu feiern und ich habe gekocht und wir haben einen schönen Abend gehabt. Ja, und als dann Zeit war, eigentlich schlafen zu gehen, es war schon spät. Ja, dann ist er Ihnen zu nahe gekommen? Ja, schon. Also, er hat mich gepackt und nicht mehr losgelassen. Ich hatte überhaupt keine Chance, mich irgendwie zu wehren oder da rauszukommen oder so. Dann hat er sie vergewaltigt. Ja. Vielleicht habe ich ihm auch die falschen Signale gesendet. Was meinen Sie damit? Falsche Signale gesendet? Naja, ich habe den Abend schön für ihn gemacht oder für uns und wir haben gut miteinander gegessen und vielleicht hat er das, vielleicht war ich da zu offen oder vielleicht hat er sich eingeladen gefühlt oder so. Auch wenn es vielleicht auch eine leicht flirtende Atmosphäre war, das gibt aber keine Erlaubnis, körperlich übergriffig zu werden und jemanden zu vergewaltigen, weil das ist es. Jetzt habe ich Sie richtig verstanden, das ist ungefähr vor einer Woche passiert. Ist das seitdem schlimmer geworden oder haben Sie das Gefühl, dass so Ihr psychisches Befinden, dass das schon wieder ein bisschen abflaut? Also ich merke das jetzt bei der Arbeit. Da, normalerweise rassel ich mit meiner Chefin nicht aneinander. Wir haben eigentlich ein sehr schönes Verhältnis. Ich bin aber so angespannt. Und irgendwie auch unruhig, ich kriege das ganz Normale nicht hin oder bin viel schneller gereizt von Kleinigkeiten. Also das nimmt, finde ich, eher zu. Jetzt haben Sie mir die ganze Geschichte erzählt und
Dazu gehören natürlich auch so ein paar formalere Aspekte. Sind denn Spuren gesichert worden? Ja, also ich hatte darum gebeten, ich meine, so, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so eine umfassende Untersuchung und Sicherung machen zu lassen. Und das wurde dort auch vorgenommen, ja. Das heißt, es wird alles dokumentiert. Ja. Haben Sie Anzeige erstattet? Nein. Das wissen Sie auch, dass Sie da noch Zeit zu haben, ne? Das können Sie sich in Ruhe überlegen und auch noch nach längerer Zeit. Das ist nichts, was Sie kurzfristig entscheiden müssen. Ja, ehrlich, also ich weiß es nicht. Ich weiß sowieso grundsätzlich nicht, wie ich damit weiter umgehen soll. Ich weiß, ich habe jetzt diese Beweissicherung und den Rest muss ich mir irgendwie überlegen. Aber das muss ja auch nicht jetzt entschieden werden. Ich glaube, das können Sie auch im Moment gerade noch gar nicht entscheiden. Ja. Wie ist das denn? Haben Sie manchmal Bilder, die einfach auftauchen von dem Ereignis, die Sie nicht beeinflussen können? Also eigentlich ist es so, immer wenn ich aufwache in der Nacht, dann bin ich mit Albträumen aufgewacht. Eigentlich träume ich immer und immer und immer und immer wieder davon. Und habe so auch irgendwie die Bilder im Kopf. Ja. Kommen die tagsüber auch einfach? Oder sind das nur nächtliche Albträume? Eigentlich in der Nacht. Oder ich empfinde mich als sehr unruhig. Ich kann schlecht an meinem Schreibtisch sitzen und meine Arbeit machen. Ich habe das Gefühl, sobald da Ruhe ist, dann würden die Bilder auch kommen. Mhm. So wie auf der Flucht ein bisschen. Und wenn die dann da sind, können Sie die stoppen? Also sich bewusst ablenken oder sagen, ich will das jetzt nicht? Geht das? Also jetzt gerade in der Nacht, da ist es eher so, dass ich dann aufwache und da liege und das Gefühl habe, ich kann mich nicht bewegen, ich kann nicht weg, ich kann, also so als bin ich gelähmt oder so. Und depressive Stimmung, kennen Sie sowas? Haben Sie das im Moment? Also insofern, ich fühle mich davon sehr belastet. Ich habe das Gefühl, ich krieg meinen Alltag, das klappt einfach nicht, ich kriege es nicht hin. Also ja, finde ich schon. Mhm. Ängste? Haben Sie Angst im Moment? Mhm. Also mein Schwager hatte den Schlüssel. Ich bin dann heimgekommen und habe das Schloss auswechseln lassen und eine Alarmanlage anbringen lassen. Aber das heißt, Sie haben schon richtig Angst, ne? Ja, schon. Dann haben Sie die Symptome, die Sie mir vorhin geschildert haben. Ne? Das ist mir nochmal wichtig, Ihnen zu sagen, von psychischer Seite. Das sind erstmal eine normale Reaktion auf so ein schreckliches Ereignis. Und in, sagen wir mal so, ungefähr zwei Drittel der Fälle bildet sich das auch wieder zurück nach einigen Wochen. Das müssen wir ein bisschen abwarten, wie das bei Ihnen weiter verläuft. Nach einigen Wochen klingt ganz schön lang. Aber die Psyche braucht halt auch ein bisschen Zeit, um es zu verpacken und zu verarbeiten und irgendwie die Situation auch zu verstehen, was da eigentlich gerade passiert ist. Von daher fände ich es gut, wenn Sie noch mal so nach zwei Wochen noch mal wiederkommen würden. Ja. Oder haben Sie das Gefühl, dass da im Moment, dass Sie nicht gut zu Hause sein können? Also ich irgendwie fühle ich mich nicht wohl zu Hause, aber ich glaube jetzt nicht, dass ich jetzt stationäre Hilfe oder sowas brauche. Ich habe Sorge um meinen Schlaf tatsächlich. Ich habe das Gefühl, das raubt mir zusätzlich Kraft. Aber ich habe schon das Gefühl, ich kann nach Hause gehen. Mhm. Gibt es denn Menschen, mit denen Sie sprechen können? Gibt es irgendjemanden, dem Sie sich anvertrauen können? Ich will nicht so richtig, ehrlich gesagt. Also normalerweise wäre meine Schwester jemand, sie weiß alles von mir. Das finde ich
geht nicht gerade. Ich will auch eigentlich nicht, dass das irgendwer weiß. Also, zumindest im Moment nicht, ne? Also, ist es schon gut, wenn ich jetzt hier was erzählen konnte. In Bezug auf die Schlafstörung ist es so, darum hatten Sie mich ja gebeten, oder deshalb sind Sie ja gekommen erstmal, ich würde Ihnen schon was aufschreiben, dass Sie nachts erstmal wieder zur Ruhe kommen. Mhm. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, Ihnen Schlafmittel zu geben, klar, oder eben ein angstlösendes Medikament, Tavo heißt das, was auch beruhigt und ein bisschen entspannt, medikamentös entspannt. Ja. Dazu müssen Sie schon wissen, dass das abhängig macht auf lange Sicht. Also es ist nichts, was ich Ihnen jetzt für längere Zeit verschreiben kann. Trotzdem für den Moment, im Moment, dass Sie ein bisschen runterkommen, würde ich Ihnen das schon auch aufschreiben für ein paar Tage, aber eben nicht länger. Mein Vorschlag wäre, Sie kommen, machen noch mal einen Termin aus für in 2 Wochen. Wenn es vorher irgendwas gibt, irgendwas schwierig ist, können Sie natürlich jederzeit kommen. Das wäre auch was, worum ich Sie bitten würde, dass ich sozusagen Sie auch mit einem ruhigen Gewissen gehen lassen kann, dass Sie das tun würden. Ja, das würde ich, glaube ich, gerne machen dann. Mhm. Okay. Ist das so für Sie in Ordnung? Ja. Okay. Ich danke Ihnen. Gut. Tschüss, Frau Werner. Tschüss. Vielen Dank. Mhm.